Mega Rentenerhöhung zum 1.7.2024 in Aussicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich möchte gar nicht so lange mit der Vorrede mich aufhalten, sondern wir steigen schon mal in diese wirklich spannenden neuen Zahlen ein, die uns das Bundesamt für Statistik hier am 29.08.2023 geliefert haben. Und zwar haben wir eine wirklich super Entwicklung. Es geht um die sogenannten Nominallöhne. Zwar steht hier in der Überschrift, Reallöhne sind im zweiten Quartal um 0,1% höher als im Vorjahresquartal, was ja schon mal eine richtig gute Sache ist. Dann haben jetzt endlich mal die Leute wieder ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie. Also die Inflation frisst nicht mehr alles auf. Es bleibt also so 0,1% mehr übrig. Aber, meine Damen und Herren, das Entscheidende ist für uns Rentenberater, Anwälte und auch die handelnde Politik und auch die deutsche Rentenversicherung, die dann die Rentenerhöhungswerte ausrechnen müssen, meine Damen und Herren. Es geht um die Nominallöhne, nur die Nominallöhne und interessieren mich sozusagen erstmal als ersten Anhaltspunkt, wie sieht es denn nächstes Jahr mit der Rentenerhöhung aus? Und bitte nicht vergessen, meine Damen und Herren, die Rentenerhöhung, die neuen Rentenwerte, die wir zum nächsten, zum 1.7.2024 erwarten, folgen dem Grundsatz. Lohnerhöhung, also Rentenerhöhung folgt der Lohnentwicklung, meine Damen und Herren, in Deutschland. Und da spielen nur die Nominallöhne eine entscheidende Rolle. Und jetzt kommt's. Die Nominallöhne in Deutschland waren im zweiten Quartal 2023 um sage und schreibe 6,6% höher als im Vorjahresquartal. Das ist der höchste Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe. Wenn wir uns, meine Damen und Herren, wenn wir uns, ich gucke hier auch nochmal rein in die Lohnentwicklung, wenn wir uns die Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik für die Reallöhne im ersten Quartal 2023 nochmal anschauen, dann hatten wir ja einen Reallohnverlust von 2,3%. Aber das Entscheidende war, dass die Nominallöhne im gleichen Zeitraum um 5,6% gestiegen sind. Und das war damals schon, also am 1.4.2023, der höchste Nominallohnanstieg seit Beginn der Zeitreihe 2008. Und jetzt kommt das Bundesamt für Statistik für das zweite Quartal und sagt 6,6% höher. Und das ist wiederum der höchste Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe 2008. Natürlich sind die Verbraucherpreise im gleichen Zeitraum um 6,5% angestiegen. Deshalb haben wir einen Reallohn, eine Reallohnerhöhung von 0,1%, also 6,6 minus 6,5. Aber, meine Damen und Herren, das lasse ich jetzt mal wirklich außen vor. Mich interessiert also mal die Inflation hier in keinster Weise, sondern mir geht es einfach nur um den Nominallohnanstieg. Und das deutet wirklich für den 1.7.2024 auf eine richtig fette Rentenerhöhung hin, meine Damen und Herren. Und sollten sich diese Zahlen, die Nominallohnerhöhungen im dritten Quartal ähnlich so gestalten, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann können wir uns wirklich auf eine Rentenerhöhung freuen, die möglicherweise im Bereich von 6 bis 9% liegt. Das ist durchaus möglich. Erinnern wir uns bitte an die Nominallöhne oder an die Lohnanstiege für die Rentenerhöhung 2023. Die waren deutlich geringer. Und trotzdem haben wir eine ordentliche Rentenerhöhung im Osten 5,86% und im Westen 4,35% zu dem einheitlichen Rentenwert von 37,60 hinbekommen. Also, meine Damen und Herren, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und deshalb kann ich uns allen, Ihnen vor allem, nur die Daumen drücken. Lohnanstiege, bitte schließt weiter gute Lohnabschlüsse dieses Jahr ab, denn das wirkt dann auch direkt für unsere 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Die haben es sich wirklich verdient, dass sie inflationsbedingt auch eine höhere Rentenerhöhung bekommen und nicht nur die Bürgergeldempfänger mit 12% ab dem 1.1.2024, denen ich das auch von Herzen gönne. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.